Kommt die! Wieder mit mega Ausblick! Oh, oh no! Jetzt ist der letzte Tag schon wieder zum Radfahren angebrochen. Ganz genau. Aber es geht wieder auf einen Berg mit ca. 1600 Höhenmeter rauf und mit gutem Trail runter. Also kommt auf jeden Fall mit auf die Tour. Guter Trail. Gute Tour. Nico muss leiden. Nur um es kurz mal festzuhalten. Ich habe bei der Petra das Laufrad gewechselt. Sie fährt mit dem 29er vorne und ich mit dem 27,5. Und sie weiß nichts davon. Mal sehen, ob es noch checkt. Schaut mal. Heute ist zwar mehr eine Hauptstraße bis jetzt, aber der Ausblick ist halt trotzdem mega gut. Wie sagt man so schön, was die Petra nicht weiß, das macht sie nicht. Hi. Und was weiß ich nicht? Und jetzt überlegt sie schon den ganzen Tag ab jetzt. Bleibt dran, es wird spannend. Mittlerweile ist die Straße schon wieder schmal geworden, nichts mehr los und durch die Bäume kann man immer wieder den See sehen. Genau, der ist nur hinter uns zur Info. Ja, neben uns ist er auch, der ist größer als du denkst. Also ich sehe hier See. Ich weiß ja nicht, was ihr so seht, er sieht nur Stadt. Mit Blick über den See sage ich euch jetzt mal, wo es gerade hingeht. Also das, wo wir gerade hochfahren, ist der Monte Bre. Dann unser höchster Punkt heißt Cimetta, ist 1670 Meter. Und dann geht es über Lo Scaletta wieder runter. Kann man alles von der Karte ablesen. Mega gut hat sie das gemacht. Da kann ich ihr nur ein Lob aussprechen, weil ich jetzt auch nicht besser machen könnte. Dann nicht, weil er hat die Karte nicht mit. Schaut mal, wie schmal das Sträßchen jetzt schon geworden ist. Wow, hey. Durch den Malen. Ha, kann man gar nicht umdrehen, glaube ich. Ja. Im Rad schon. Seeblick. Da war er schon wieder. Hast du ihn diesmal auch gesehen? Nee. Na, hab ich mir schon gedacht. Sollt ihr den Optiker wechseln? Bist du schon drauf gekommen, liebe Petra? Haha. Ich glaube, er weiß selber nicht, was ich noch nicht die weiß. Die Neugier frisst jetzt auf. Er weiß nicht mal, ob es positiv oder negativ ist. Oder? Eigentlich schon. Und zwar? Positiv. Na dann. Wahrscheinlich hat er meinen Osterhasen gefunden. Ja, weißt du es oder weißt du es nicht? Woher soll ich es wissen, wenn du es nicht sagst? Monte Bre. Erste Zwischenstufe haben wir schon mal erreicht vom Abhill. Gibt es da krass oder wo sind wir? Also hier ist die Aussicht jetzt noch mal krasser. Wisst ihr, wir machen eigentlich nur noch eine Aussichtsfahrten. Ja. Also jede Kurve hat eine eigene Aussicht. Da sieht man wieder auf den See. Jetzt sind wir auf 1300 Meter Höhe. Hier ist voll der Lärchenwald, echt süß, aber noch ist relativ kahl. Und ja, wir schauen jetzt mal, ob wir heute auch wieder irgendwie noch Tragen schieben müssen. Und haben noch was? 370 Meter vor uns, also Höhenmeter. Tragen schieben. So. Noch ungefähr 250 Höhenmeter. Jetzt geht's ab auf den Trail bergauf. S1 heißt, sollte also ganz gut klappen. Hier ist jetzt ganz schön steil. Also hier ist auch wieder ein grandioses Panorama. Im Hintergrund ein bisschen im Diesigen. Die Gletscher. Hier direkt vor uns dann eben der See. Und ja, ich nehme an, das hier wird unser Gipfel werden. Da kommt die schöne Frau. Und diese Aussicht, da kommt sie, yeah, mit mega Ausblick. So, jetzt lösen wir das alles mal auf, weil es wäre so ein bisschen unfair. Petra ist jetzt nämlich mal ein Stück bergab gefahren, den Trail. Und wie hast du es denn gefühlt? Wie hat es sich denn angefühlt? Normal. Wie immer? Hast du jetzt die Laufräder getauscht oder nicht? Also ich habe einfach mal böse heute Morgen. Mein 29er in Petras Fahrrad reingesteckt und bin mit ihrem hochgefahren und sie hat ja nichts gemerkt, oder? Nee. Oh, jetzt krieg ich Ärger. Aber er hat doch erzählt, dass er vor den Achter hat. Hätte ich aber auch nichts davon. Nee, habe ich nicht gemerkt. Verdammt. Also hat sich auch nicht anders angefühlt.
die träumt wahrscheinlich schon vom nächsten Winter. Das da drüben wäre übrigens schon der Cimetta gewesen, 1670. Aber jetzt gehen wir doch noch auf 1870, auf dem Cimella Trosa. Hier hoch ist recht verblockt, lässt sich leider nicht besonders gut fahren. Runter ist aber angeblich S2, sollte sich also mega fahren lassen. Also die andere Seite, wir werden überschreiten. Es sieht nicht so schwierig aus, aber es ist wirklich so verblockt, da kann man kaum schieben. An Fahren braucht man gar nicht denken, deswegen Nico trägt jetzt schon. Ich probiere noch ein bisschen schieben, mal schauen. Ich habe ja schon immer mal befürchtet, dass er es mir einbaut, weil ich habe jetzt eine 29er Felge zu Hause liegen, noch nicht verbaut. Aber hier im Urlaub habe ich so gar nicht damit gerechnet und ich habe es halt leider wirklich null gemerkt. Ich würde jetzt ja gerne was anderes behaupten, weil es schon ein bisschen peinlich. Also wir sind fast nur hochgefahren und eben nur die paar Meter runter. Aber ja, gemerkt habe ich nichts. Ich wollte jetzt nicht irgendwie einfach mit einem 29er Vorderrad ins Gelände schieben. Und wenn sie dann einen Purzelbaum macht, bin ich noch schuld. Deswegen habe ich sie ihr vor dem Trail natürlich mitgeteilt. Ja, und ich hätte es irgendwie gern festgestellt. Ich dachte, heute ist nämlich Ostersonntag, dass ich vielleicht einen Osterhasen bekomme. Oder er mich nur verarscht, oder das macht er ja auch gern. Aber damit, doch so ein bisschen schon, damit habe ich so null gerechnet. Oh Mann, naja, Schande über mein Haupt. Aber gut, übrigens sind wir fast oben jetzt. Und da hinten ist der Chiemsee. Man darf die Bayern nicht aus ihrem Land rauslassen, weil dann sind sie verloren. Cima della Trosa. Der Trose ist da hinten. Aber wir fetzen jetzt gleich, der ist 5 Minuten nur noch weg, hier vorne hin, weil da ist keiner. Da können wir die Drohne für euch steigen lassen. Und da geht unser Trail sowieso dran vorbei. Los geht's. Das ist nun unser Panorama. Hier unten war unser Campingplatz, Campeggio Lago Maggiore. Das ist der Berg vom ersten Tag. Hier Blick über den See. Da ist der Berg von gestern, der Monte Leone. Hier bin ich. Und hier bin ich. Da wird gerade die Drohne ausgepackt. Hast du die Drohne eingepackt? Die hast du gerade rausgelegt. Boah, jetzt ist mir aber gerade die Kinnlade schon wieder ordentlich runtergefallen. Ja. Boah. Heute ist nicht der 1. April. Nicht witzig. Und hier jetzt auch noch ein Eindruck vom Gipfelkreuz direkt. Aber es geht gut.
Ui, boah, jetzt staubt! Krass! Aufpassen, ja? Ja, ja. Ja, vielleicht sollten wir mal ins Eck umbauen. Damit ist es nicht in einer Nähe. Ja, kann sein, ich mach das Nico liebt ja alle Hunde. Ich habe Angst vor Hunden. Aber die lieben das. Ja, sie sagt ja auch alle. Mal wieder, ich sehe jetzt auch wieder schön hin. Abendstimmung. Oh, aber gut. Schön, oder? Krass. Wir sind wieder gut zurück und wartet mal, wo es morgen hingeht. Dranbleiben, denn... Puh, schnipp! Und wir sind am Arlberg, weil nächste Woche ist der weiße Rausch. Und den fährt aber die Petra, nicht ich. So schaut's aus. Hier schaue ich mal noch die Piste an. Und ja, generell ist natürlich cool, beides zu nutzen im Frühling, Ski und Bike, Snowboard. Ich habe ja auf mehr Matschbuckel gehofft, aber die kommen irgendwie, sind die noch nicht ganz so weit.
Ja, es ist echt sehr hart. Und wir waren jetzt ja in der Hitze quasi und heute Nacht hat es gefroren. Also es war wirklich ein bisschen ein Unterschied. Naja, wir hoffen auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir lassen euch jetzt noch ein paar Schwünge da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollen wir noch ein bisschen? Ein bisschen, oder? Hoppala. Soll ich dich mal finden? Ah. Ja, spannend, glaube ich. Ja, voll.